Hallo, herzlich willkommen in meine Easy Sunshine Kitchen. In diesem Video mache ich eine ganz leckere Nachspeise mit einer Raffaello-Creme und mit frischen Himbeeren. Für die Zutaten brauchen wir 300 Gramm Quark oder auch Skyr, 150 Milliliter Sahne, 100 Gramm Raffaello-Konfekt, 100 Gramm Milchmädchen und so circa 120 Gramm frische Himbeeren. Zuallererst schlage ich die Sahne steif. Die stelle ich dann zur Seite und nun mache ich die Deko fertig. Also ich mache vier Gläser und deswegen nehme ich einfach zwei Raffaellos und schneide sie einmal in die Mitte durch und dann lege ich mir noch ein paar Himbeeren zur Seite für die Deko. Danach nehme ich die Raffaellos und zerdrücke sie mit einem Stampfer und stampfe sie so ganz, ganz klein. Dazu gebe ich dann auch noch Quark und Milchmädchen. Also ich habe jetzt 100 Gramm genommen, aber ihr könnt auch gern weniger nehmen und dann immer wieder probieren, ob das für euch süß genug ist. Das Ganze mixe ich schon einmal kurz durch und dann wird das Ganze mit der Sahne untergehoben. Ich hatte erstmal nur zwei Teelöffel Milchmädchen dazu gegeben und dann habe ich es umgerührt und immer wieder probiert, bis ich es süß genug fand. So, nun ist alles fertig und ich kann es in die Gläser füllen. Ihr könnt entweder erstmal die Himbeeren in ein Glas geben oder erstmal die Creme, so wie ihr es möchtet. Ich habe jetzt vier Gläser genommen. Aber ich hatte auch noch etwas Creme über. Also ich habe pro Glas zwei Esslöffel von der Creme genommen. Und ich denke, das Rezept würde aber auch für sechs Personen reichen. So, meine Nachspeise ist jetzt fertig und ich gebe obendrauf noch etwas Milchmädchen. Und ja, ich finde, sie sind richtig hübsch und richtig lecker. Also ich hoffe, euch gefällt das Video und ihr macht es auch mal nach. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis bald!